Hallo, herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind gerade in der Burg Mors oder wie die heißt? Hinter dem Schloss, nein, Morne. Ah, Mornecode, genau. Die Burg ist zur Hälfte gefallen. So wie es zumindest aussieht. Wir haben noch in der letzten Folge auf der Mauer dort gleich Überlebende gesehen. Oh, darunter muss ich, alles klar. Okay. Ah, okay. Ja. Okay. Ja. Es gibt Überlebende. Wir suchen den Kommandanten. Ich glaube tatsächlich eher, dass er tot ist, weil es ist ein Souls-like Game. Depression und so. Und oh. Ja. Mal gucken. Es gibt. Oh Gott, muss ich hier rüberspringen? Was gibt's denn dort für mich? Nix, oder? Scheint, da ist. Doch, da ist eine Leiter oder so. Weil will ich das Item? Kann ich hier reisen? Ich kann hier reisen. Okay, wisst ihr was? Ich nehme das Item. Und dann reise ich zurück. Steinschwert schütteln. Ja, nice. Easy. Und dann springe ich rüber, wenn ich nicht zu blöd dafür bin. Oh je. Halt, habe ich ein Level? Nein. Doch, ich habe ein Level ab. 1000 Seelen. Runen. 5000 Runen. Genau. Genau. 5,9. Ich brauche 5,566. Der Weisheit. Ich mach mal mehr Kondition. Oder Stärke? Nee, ich mach mal Kondition. Dann habe ich soweit das hier auf 14. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist ganz cool. So, und jetzt darüber springen, ne? F, weil die Taste, okay. Wie weit ist der Abstand nochmal? Was ist denn das da unten? Schleime. Jetzt wäre dieser Assassinenzauber ganz gut. Nice. Was gibt es da unten? Ein Loch. Habe ich schon erwähnt, dass jetzt der Assassinenzauber ganz gut wäre? Da sitzt irgendjemand. Daddy? Ach du, eine Güte. Ja, ich hole mir mal den Assassinenzauber. Weil ich glaube, da wird jetzt sehr nützlich werden. Den Giftnebel lasse ich mal. Ich habe keine Zeit dafür, den effektiv einzusetzen. Ja, du gehst dahin und du gehst dahin. Ja. Hui. Also. Hui. Rutsch. Und vielleicht gehe ich doch lieber da runter. Weil da bräuchte ich den Zauber nicht. Da wüsste ich zumindest, wer von da draußen kommt. Verdächtige Insel.
Oh. Ich kann verhältnismäßig ganz schön weit von weit hoch springen. Ah. Okay. Okay, was haben wir hier? Oh, oh lol. Ich bin tot, oder? Lol. Die Viecher gibt es hier auch? Ach nö. Ach nö, ich brauche eine Fackel. Moment. Das ist der Schlauch hier. Bitte. Dankeschön, Glassplitter. Okay, wow. Einfach nur wow. Ach, mittlere Last. Das heißt, ich kann die Fackel sogar behalten. Weil ich die werde die scheinbar jetzt brauchen. Gut, dann zaubern wir mal. Das glaube ich reicht. Wer bist du? Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Aha. Warum bist du ein Geist? Wenn mich diese scheußlichen Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Du bist ein Geist, glaube ich. Alles nur das nicht, bitte. Denk nur, was für eine Schande das wäre. Aber was soll ich machen? Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn mich diese scheußlichen Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Alles nur das nicht, bitte. Denkt nur, was für eine Schande das wäre. Ja, was soll ich machen? Kann ich dich hauen? Nein. Was soll ich machen? Ich glaube, du sitzt da. Du bist schon tot, glaube ich, oder? Keine Ahnung, vielleicht komme ich nochmal zu dir zurück. Sneaky, alter Reißzahn. Ach ja. Erhöht kurz die Ausdauerregeneration. Nein, Schildkröte. Fleisch vom Schildkrötenhals, eingelegt in einer bitteren Arzneitinktur, herstellbarer Gegenstand. Erhöht kurz die Ausdauerregeneration. Die Nährstoffe wirbeln durch den Körper und kochen unendliche Energie heraus. Die arme Schildkröte. Nein, warum? Was gab's noch? Hier. Ein sehr seltener Bestienreißzahn. Material zur Herstellung von Objekten findet man durch die Jagd auf Fleischfresser. Tatsächlich sind diese mehrere überlappende Reißzähne, die aus einer Wurzel. wachsen. Aha. Vielleicht ein Überbleibsel des Ohrschmelztiegels. Oh. Jetzt noch irgendwo ein Ohrschmelztiegel. Au. Ah, nein, 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 nein. Weißt du mal einen Preis? Wenn ich nicht zu blöd bin zum Spielen. Also geht doch.
Da ist nichts okay. Na? Ninja! Assassin's Creed! Irgendwas! Und da kommen keine Leute, oder? Nö. So geht auch. Ah. Dann sieht man einer, guck. Ey, du kleiner Pisser, ey. Mann. Wow. Gut, dann heile ich mich nochmal. Sehr schön. Ich höre irgendwas funkeln im Karabäus, glaube ich, oder so. Sollte ich da runtergehen? Lieber nicht. Erstmal mache ich einen Weg und dann mache ich den Rest. So. Will er Schmetterlinge fangen? Ach du heilige Dat. Alles klar. Okay. Ach, deinen auf Beyblade oder was? Okay, komm her. Ich kämpfe nicht auf dieser Brücke, wo ich links und rechts runterfallen kann. Okay. Au. Understandable, have a nice day. Oha, hat mich das Ding gut geheilt. Hey. Au. Mann! Was? Was? Okay? Ich glaube, die alle hier stehen auf, wenn ich mit dem Füßen kämpfe, oder? Ah, das geht ja noch schneller. Da oben hängt der Popel, ey. Da oben hängt der Popel. Hey, yeah. Wie eine Grafikkarte. Oder eine Auflösung. Naja.
Das war mein Verschulden. Ich darf nicht so ungeduldig werden. So, Miniboss, komm her. Wir können auch gleich hier oben kämpfen eigentlich. Mann, heiliger Bimbam, Junge. Hast du einen Schaden? Jo. Oh oh. Junge, 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 Junge. Okay, weg von der Brücke. Alter Schwede, weg von der Brücke. Das geht nicht. Doch, das geht. Das hat gut geklappt. Ich dachte schon, das wäre zu groß, als dass man einen Rückenstecher machen kann. So, ich hoffe, ich bin hier richtig überhaupt. Vielleicht hätte ich zuerst den Soldaten folgen müssen. Okay, hallo. Ist hier nur eine Truhe? Echt jetzt? Lol, das ist ja einfach nur ein Turm, wo hinter nichts ist. Okay. Doppelklingental. Oh, Talisman? Nein. Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Oh. Oh. Okay. Ah, ich glaube, jetzt muss ich da runter, oder? Fast wäre ich weggereist. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Geronimo. Okay, irgendwo ist irgend so ein Ding. Oha. Komme ich runter? Da auf jeden Fall schon mal nicht. Ich glaube hier, oder? Nicht, dass ich jetzt verrecke, wenn ich hier runterspringe. Ah, der Baum. Nein. Klappte ganz gut, okay. Hallo. Dreimal. Hallo, du Toter, der von der Wurzel eines Baumes. Ah, hier, ne? Bewachsen wurde. Hallo. Achso, du hast mir nur die Dinger gegeben. Okay. Ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Okay, dann springen wir mal darüber. Boing. Ich glaube nicht, dass der Kommandant dort ist, oder? Realistisch gesehen. Ich glaube, da müsste irgendwo tiefer in der Festung sein. Vielleicht da, wo seine Leute kämpfen. Ne? Oh, das geht hier hin zu ihm.
über einen sehr abgezweigten Weg. Aha. Okay. Ratte. Eine blöde Ratte. Oh, noch eine Ratte. Okay. Ach du Heiliges, das ist eine Menge Ratten. Bitte vielleicht hier raus. Ah, schon besser. Gott, ich bin fast tot. Oh, nein. Scheiße. Junge, Konzentration, Ausdauer. Was mache ich denn, Mensch? Das war meine Chance. Jawohl. Oh. Ich sollte das Ding hier nehmen und mich reinsetzen. So. Wow. Vielleicht bin ich ja doch noch richtig, wer weiß. Oh, da ist ein Boss. Vielleicht bin ich doch nicht richtig, wer weiß. Mann. Alles klar, Ratten sind zu klein. Wow, die sind sehr klein. Ja. Naja, das ist noch eine Ratte.
Nur verfolgt mich doch, verfolgt mich. Naja. Gut, schauen wir mal rein. Ist das hier wieder irgend so ein Schleim vom Himmel, also von der Decke tropft wie ein Popel? Oh, hallo, was hast du? Eine Peitsche! Einfach nur eine Peitsche, okay. Was kann die? Eine Lederpeitsche eigentlich zur Bestrafung entworfen und nicht für den Kampf. Ihre Angriffe lassen sich jedoch weder parieren noch abblocken und können keine kritischen Treffer verursachen. Was? Ihre Angriffe lassen sich jedoch weder parieren und abblocken. Oh. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Interessant. Okay. Ach so. Oh lol. Alter. Oh, cool. Cool ist das denn? Die kann treten. Okay, Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und den Tal ist man vielleicht auch mal. Warte mal. So, was macht das Ding nochmal? Verbessert den finalen Angriff und Angriffsketten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Okay, Moment. Das rüste ich mal ab. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Angriffsketten. So. Wie viel Schaden macht das Ding? Okay. 1, 50 und raus. Okay. Ach, du kleine Drecksratte, ey. Sterbe. Doch nicht, okay. Und jetzt da, nein. Damit. Wie sieht's damit aus? Mann. Mann. Mit der Ratte. Ja.
Na komm her, du. Kleine feige Ratte. ...344 oder so. Okay. ...342. Okay. Na ja, gut. Gehen wir mal zurück dazu. So. Okay. Au. Gut, das war der Ding. Das Ding. Was? Oh. Oh, oh, oh. Abort Mission, Abort Mission. Oh. Kann ich mein Pferd rufen? Nein. Was haben wir hier? Au. Okay, okay, Junge. Jawohl. Gut, das war der. Komme ich jetzt wieder hoch? Peace, Quallen. Euch lasse ich mal, wenn ihr mich auch lässt. Haben die Quallen ihn gekillt? Dankeschön. Okay, mal auf den. Schön auf den Boden. Oh, Krabben. Schön auf den Boden schauen, sonst falle ich irgendwo runter. Und mich heilen. Alles klar. Ach Mann. Natürlich passiert denn das, Mensch. Boah. Dankeschön. Mann, 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 Mann. Ganz schon gefährlich hier unten. Allein, weil das Pferd hier unten nicht... Ja. Weil Sturmwind hier nicht aktiviert werden will. Okay.
das hier glänzt. Das ist total unangenehm. Dass der Boden plötzlich aufhört und ich merke, es wird spät. Okay, da ist nichts. Das ist irgendein Boss, gegen den ich jetzt nicht kämpfen werde. Toll, wie komme ich jetzt da hoch? Das ist der Kommandant? Nee, das ist irgend so ein Bestienmensch. Okay. Ach Mensch, hier komme ich doch hoch. Also, geht doch. Ja, nice. Das war's? Achso, nee, hier. Wurfdolch, 8-mal. Okay. Ja, schon, danke. Na gut, dann machen wir mal den Echsenmenschen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Meine, wieso nicht? Mathematik, ganz kurz. Ich habe 81 Fokuspunkte. Die Wölfe die Wölfe verbrauchen 55. Okay. 81. Na gut, da bleiben noch 30. Ne? 5, 6, 7, jawohl, 30. 25. 26 FP-Kosten bleiben mir noch. Und der Zauber? Er braucht 16. Also 26 minus 10 sind 16 minus 6 sind 10. Okay. Das heißt, die rasende Flamme könnte ich einmal sogar einsetzen gegen den Typ, also gegen den Boss dort. Okay. Bin ich soweit bereit eigentlich? Jo. Hab alles. So, auf den Boden gucken, nicht dass er aufhört. Ganz plötzlich, okay. Na dann mal gucken, was haben wir dort? Löwenartiges Scheusal. Wölfe fast. Wow. So. Oder was? Alter. Oh oh. Oh lol, das geht? Okay. Wölfe. Wölfe, ihr killt mich fast. Oh oh. Hilfe, gut, schwing dich. Großstadt der Verpflanzung, Errungenschaft beigeschaltet, löwenartiges Scheusal. Yo. Alter Schwede.
Ja, da musste ich mich noch ein bisschen mit der Hin- und Hersteuerung gewöhnen. Ganz schnell. Okay, was hab. Hey, Dankeschön. Was ist das? Großschwerterverpflanzung. Stärke 40. Racheschwur. Ach du Scheibenkleister. Lass dich mal zeigen. Oha. Voll das Game of Thrones Ding. Alter Schwede. Okay. Oh lol. Überladen. Oh lol, das ist ja mal cool. Sag mal, wie schwer wiegt das Ding? 21! Ach du meine Güte. Okay, Moment. Jetzt. Okay. Ich vermute mal, dieser Rachelschwur, der erhöht den Schaden, oder? Das geschichtsträchtige Schwert der Rache von Schloss Morne, erfüllt von Zorn und Treue, eine der legendären Waffen. Oh, der letzte überlebende Held aus einem längst vergangenen Land wollte niemals aufgeben und holte sich jedes einzelne Schwert eines ganzen Kriegerclans. Einzigartiges Talent, Rachelschwur. Ich schwöre dem Großschwert, deinen Clan zu rächen. Erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt er auch das Gleichgewicht. Wow. Wow, okay. Gibt es hier noch was? Wow. Das ist mein Stufenaufstieg. Jo. Alter Schwede. Geschick. Ich will mal Geschick nehmen. Na, komm, warum nicht? Oder nein, ich mache erstmal Konditionen auf 3. 14. So. Sehr gut. Meine Güte, was? Also, unsere erste legendäre Klinge. Cool, schätze ich mal. Will ich die Peitsche überhaupt? Ich meine, die brauche ich ja jetzt nicht. Ich lasse die mal. Ich nehme dafür stattdessen hier die Armbrust. Ist die geladen? Ja, ist die. So. Hier gibt es nichts weiter. Kein Item oder so. Irgendwo heimlich versteckt. Nein. Nope. Okay. Dann zurück hoch. Wir sind doch den... Ach ja. Wir sind doch den falschen Weg leider gegangen. Wir müssen dahin. Weiter. Ja. Bam 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 bam
Die Kleidung ist ein guter Regenmantel, glaube ich. Naja, plus minus. Au! Hey! Bestienblut! Das gibt's auch? Okay. Frisches von Gold durchzogenes Bestienblut? Dieses glitzernde Blut verdirbt nie. Cool. So, Nummer uno. Gracias por favor. Ah, nice. Oh. Ich habe noch genug Bolzen. Ich habe noch 76. Ach komm. Ach Mann. Gut, das war der Typi. Da war wirklich nix. Na gut, nee.
Noch nicht mal da an der Seite? Nee, das sind nur Kisten. Okay. Dann springe ich mal hier runter, würde ich sagen. Hallo. The Cavalry is here. Oh. Ich bin blind die ganze Zeit. Oder? Oh. Ach so. Ja gut, okay. War halt versteckt. Eben. Mann. Was ist hier? Nix. Wow. Warte mal, wenn das doch alles Feinde tut, ne? Nicht, dass ich mich jetzt zum Feind gemacht habe. Daddy? Oh. Oh, als ob der lebt. Oh. Okay. There's a face I've not seen before. I'm at ja, hallo. This castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Okay. Take this. Ihre Wolte also. By way of apology. Hey, warum? Opferzweig. Wow, ein Zweig. I see. Hey, bitte. From Arena. Thank you. I mean, you're dead, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain. Das Ding ist schon gefallen. The treasured sword of Morn does not fall. Oh, ich hab das schon. Into the wrong hands. Oops. If you see Arena, do tell her. Her father will come for her once he's for. Ja, wenn du tot bist oder was? Als Leichsack. Nee, 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 du komm. Komm mit. If you see Arena, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Okay, was hast du mir da zuerst mal gegeben? Erst einmal. Hä? Hast du mir nicht irgendeinen Zweig gegeben? Irgendeinen Opferzweig oder so? Hallo? Da! Oh, geht beim Tod anstelle von Runen verloren! Ach so! Da ist man aus einem trockenen Zweig, so zierlich, dass er bei der leichtesten Berührung zu zerbrechen droht. Verhindert den Verlust von Runen beim Tod, geht stattdessen aber selbst verloren. Viele glauben, dieser Zweig sei vor langer Zeit vom Erdenbaum abgeschnitten worden. If you see Arena, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled. Also wenn hier alle tot sind, kommst du dann oder was?
Ich muss den Boss besiegen. Habe ich nicht das Schwert schon bekommen? Warte mal, wo war das Ding nochmal? Hier, Riesenschwert. Ah ne, das ist das Großschwert der Verpflanzung. Was ist denn das Schwert von Morne? Schwert der Rache von Schloss Morne. Na gut. Wie sieht es mit den Tränken aus? Ah, ich bin noch eigentlich voll. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Ich bin voll, voll. Ach, hier geht's. Ach nee, von da komme ich. Ja, okay. Folgendes. Kann ich nicht. Könnt die theoretisch alle abknallen, oder? Wow. Sag mal, Junge, du manuell jetzt. Ah, ich möchte eine Bombe werfen. Alter. Also geht doch. Ich könnte die alle zu mir locken und dann meinen Zauber verwenden. Das könnte ich machen. Ich probiere das mal. Oh, das ist so ein Axttypen, wie ich gerade sehe. Jawohl, kommt näher, kommt näher. So. Jawohl. Also geht doch. Ach ja. Hehehehe, boy. Nice. Okay. Was? Alter, ne?
Ja, also geht doch. Oh, jetzt könnte ich den Boss machen. Ich rede noch mal mit ihm da. Ich müsste mal mein Timer-Gerät an die ich steck mal ganz kurz meinen Timer an die Steckdose, weil er mir sonst ausgeht. Und dann, wenn wir den Boss geknackt haben, dann würde ich sagen, mache ich mal den Folgenschluss. Ach komm, du bist so ein Depri, weißt du das? Kämpf doch mit mir einfach. Mann. Na gut. Boah, Alter, Junge. Erschreck mich nicht, dankeschön. Geht's dahin noch irgendwo hin? Oh. Da geht's ja noch weiter. Ach so. Scheinbar. Oh. Hat da jemand noch gerüschelt? Da geht's ja noch weiter. Ach so. Ach nee, das ist der Typ. So, wie viel? Ich habe noch 36. Okay, ich müsste dann nachkaufen gehen. Alter, sind hier so viele Leute. Was zur Hölle? Das ist ja ein Leichenhaufen. Das merke ich ja jetzt erst. Feuerfett. Hm, ja, das sieht man. Wer hängt denn dort? Na gut. Ich würde sagen, ich rufe die Wölfe. Dann mache ich die Attacke. Wolf zum Angriff. Achso, bist du lieb? Nein, doch nicht. Ja! Wölfe for the win! Refugiumstein. Das war kein Boss. Gut, okay. Dann sagen wir Wölfe. Na, obwohl, wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich ja gleich dort hinten weitergehen. Also dort oben meine ich. Was? Materialien?
Ach, Schweden, das. Ach so. Ich dachte schon, irgendwo in dem Haufen dort ist irgendwas versteckt. Ach, da verschwindet hier eh. Na gut, okay, gehe ich wieder hoch. Dankeschön, Wolf. Ein, zwei, drei, vier, Feuerwehr, Klettertier. Ein, zwei, drei, vier, Feuerwehr, Klettertier. Gut. Herr Kommandant, Sie werden erwartet. Der hätte zumindest mit mir hier in die Gruppe gehen, also reinkommen können oder so. Ne? Ich meine, okay, seine zwei habe ich gelegt, aber ich konnte die anvisieren, also waren das vielleicht Feinde. Wo kannst du jetzt kommen? I'm in your debt Oh. for keeping the sword from those Ja. fallen creatures. I'm Ja. bound by deal. Ja. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with Ja. her. Na also, geht doch. Ah, na also, oh, da bin ich jetzt glücklich. Oh, da bin ich jetzt glücklich. Oh. Wenn du das so sagst, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Souls-Game-Genre sie irgendwie umlegen wird. Aha. Oh, da freue ich mich jetzt aber. Hab einfach alle platt gemacht. Yo, nice. Nice. Oh, da bin ich jetzt aber sehr glücklich. Die zwei Soldaten ignorieren wir einfach mal. Ich wünschte, ich könnte hier oben Sturmwind herbeibeschwören. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie die diese Burg überrumpelt haben. Einerseits haben die vielleicht von innen eingegriffen oder die haben mit Luftmehrheit die Mauern also nicht überflogen, sondern überpowered, also. Ah, das sind noch mal Schmetterlinge. Ne, hier. Übermannt. Überrannt, überflogen. Irgendwie sowas halt. Gut, was haben wir dort? Ich erwarte Tote. Ohne Truhe. Ist das hier die Rüstungskammer? Okay, mal gucken, was da drin ist. Ich vermute nicht, dass da eine Falle drin ist. Na also, jawohl, was haben wir da? Oh, Halleluja! Das Claymore! Ja! Nice! Löwenkralle! Oh. Will ich das jetzt ausprobieren? Es wiegt 9. Ich weiß nicht. Auf dem Pferd probiere ich das mal aus. Jetzt nicht in dieser Folge. Erstmal gehe ich hier schön weiter infiltrationsmäßig like rein. So. Okay. Das hat niemand gehört. Wir sind da. Oh oh. Nein. Hätte ich ihn retten können? Hey, bin. Hätte ich ihn retten können? Ah, hey, bin. Messingschild, Gottrick Soldatenstulpen. Hätte ich ihn retten können? Scheibenkleister, ey. Ah.
Schimpfe, schimpfe, schimpfe. Ich meine, oh Mann. Oh, Mann. Na, immerhin, wir haben den Kommandanten gerettet. Das ist schon mal was. Ach, Mann. Ich hoffe, ich rutsche hier nicht an der Leiter unten. Denke ich. Oh, Überlebende. Rücken. Wo greife ich mich auch an? Na gut. Ich habe dich eigentlich gerettet, ne, Junge? Oh, Junge. Wäre schön, wenn die einen nicht angreifen würden. Kleiner dreckigen. Naja, okay. Schade. Er hätte mich vermutlich auch angegriffen. Ich gehe mal dahin. Oh. Gut. Dankeschön. Bolzen, ja, Munition. Ich kann keine Zauber mehr wirken. Na gut, okay. Gut zu wissen. Ist hier nix? Okay, hier ist einfach nichts. Okay, gut. Ach, von hier komme ich vermutlich da hin runter wieder. Okay. Bing. So. Wir haben aber auch ganz schön viele Sachen zum Aufhängen hier stehen, ne? Oh. Komm, willst du auch? Komm her! Das ist für die Burg! Ihr Verräter! Was haben wir dort? Stahldrahtfackel. Was ist das für eine Fackel? Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Fackeln sogar gibt. Jo, das Ding macht mehr Feuer? Feuerspeier? Oh, als ob. Was? Wie cool ist das denn? Alter, wie cool ist das denn? Warte mal. So. Alter. Das ist ja cool. Das ist ja mal voll cool. Fackelangriff. Was ist denn eigentlich Fackelangriff? Ach so. Okay. Boah. Voll cool. Okay, das ist ein cooles Ding. Also ein Feature, meine ich. Was die sich da ausgedacht haben. Gefällt mir sehr, das mit der Fackel. Okay, wir sind hier fertig. Wir könnten jetzt noch schauen, wenn ich nichts vergessen habe. Oh, wenn wir noch hier sind, schon mal, wie die Claymore aussieht. Ne? Da bist du. Jawohl. Komm her, du. Ist das Ding eigentlich länger? Warte mal. Ich bin nicht so schlau, oder?
Jo. Hier hin. Ja. Oh mein Gott. Ja, wie geil. Wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Oh, das ist ja mal voll. Warte mal, warte mal. Ach so. Alter, wie. Oh. Ein Stärkebild wäre jetzt so cool. Das braucht nur 16. Aber das macht schwer. Also das hat ein sehr hohes Gewicht. Vielleicht gehe ich mal auf Stärke ein bisschen mehr. So. Claymore. Wir haben ja noch dort Hunde, glaube ich. Ich schau mal, welche Klinge länger ist. Für die Kavallerie. Das Claymore ist länger. Alles klar. Warte mal, ich mach mal hier so. Genau. Ja. Claymore ist viel länger auch, aber die andere Waffe hat einen längeren Griff. Okay. Oh, so viele Schmetterlinge. Oh, kommt her. Boah, es sind ja wirklich sehr viele Schmetterlinge hier. Perfekt zum Schmetterlinge farmen. Ich hoffe, ich rede nicht so schnell. Lalalala. So kommt her, ihr Hunde. Komm her, du. Greif mich an. Hey. Mann. Jawohl. Hehehe, auch wenn das Ding mich fast getötet hat. Hehehehe. Interessante Technik, den Eingang mit so einer Zugbrücke zu verbauen. Ich meine, man kommt da nicht rein, wenn man einfach die Brücke oben lässt, oder? Logisch betrachtet. So. Da ist das Ding. Also dafür, dass knapp schon 1 Stunde 20 Minuten vergangen sind, haben wir ganz schön viel hier gemacht, oder? In dieser Folge. Wenn ich den aufnehme, Moment. Jawohl, ich nehme auf. Sturmwind kann ich wieder herbeirufen, sehr schön. Warte mal, bin ich doppelhändig? Ich bin doppelhändig, okay. Nice. Ja, wo denn jetzt? Wir haben alles uns hier angeschaut. Hier ist noch irgend so ein Todesvogel, Mistvieh. Da ist dieser giftige Sumpf und sonst haben wir alles uns hier angeschaut. Wir waren sogar dort. Dann würde ich sagen, zurück zu... hier, die... Huch, die Dame... Die Frau ist weg. Huch! Was? Wo ist die hin? Ich gehe nochmal dahin, sicherheitshalber. Wo ist die hin? Hallo, gute Frau. Wo sind Sie? Sie ist weg. Ah, nee.
Oh oh. Ich habe einen Heilzauber, falls du brauchst. Oh. Verflixte Mama Mia. Oh. Vielleicht hätte ich sie. Na, wo ich hätte. Ja, ich konnte sie nur hier alleine lassen. Oh, Kacke, Bro. Oh. Ah, warum habe ich von Souls-like und so geredet? Und hoffentlich passierte nichts oder das Genre könnte sie umlegen. Ach Mann. Hi. How could this be? My daughter deserved better. Mein Beileid. With me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. Oh, ist sie wirklich tot? Ich check nochmal. Vielleicht lebt sie noch. Ich könnte ja mal was versuchen, einfach aus Interesse. Nein. Okay. Oh. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one. Na gut, wenn die noch leben. Ich meine, vorne sind Gegner, hinten sind Gegner auf der Brücke. It will be done. Oh. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Hätte ich beide irgendwie retten können? Ich habe das Gefühl, wenn ich, nachdem ich mit ihm geredet habe, wieder zu ihr zurückgekehrt wäre, wenn sie dann noch gelebt hätte, mit ihr, also ihr das gesagt hätte, dass er bleibt und dann zurückgekehrt wäre zu ihm, dass er dann vielleicht tot wäre. Wisst ihr? Oh. Ja, Bro, I'll find the foul, I'll hunt them, rest assured. Mein Beileid. Mein ehrliches, herzliches Beileid. Darf ich das überhaupt sagen, herzlich? Nicht springen, rollen. Oh Mann, wirklich mein Beileid. Warte mal. Was, wenn ich mich wieder daran setze? Was passiert dann? Jo, es ist der Typ dort. Castellan Edgar. Ich dachte, diesen fortgereist, als ich ihr Symbol nicht mal gesehen habe. Ja, sorry, Bro. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich beide irgendwie retten können. Keine Ahnung. Mal gucken. Irgendwann mal, vielleicht, wer weiß. So. Und jetzt? Bist du noch da? Du bist weg. Du hast vermutlich deine Tochter mitgenommen. Nein, warum hat... Warum hast du sie hier liegen gelassen, Junge? Warte mal, wo bist du jetzt überhaupt? Moment. Karte activated. Ich scanne jetzt mal den Parameter ab. Hier ist er nicht auf dieser Insel. Wer ist das dort? Die Zauberin, okay. Wer ist das dort? Nur Kalle. Dort ist der nomadische Händler. Dort ist niemand. Dort ist Patches. Dort ist keine Ahnung wer. Ich habe nichts gesehen. Wer ist dort? Niemand. Jupp, da ist er jetzt wohl verschwunden.
Ja, okay. Ah, mit diesem tragischen Ereignis beenden wir leider diese Folge für heute. Nächstes Mal geht es weiter in Richtung hierhin. Ja, wirklich sehr schade, was mit dir passiert ist. Vielleicht konnte man sie auch noch irgendwie retten oder so. Wer weiß, mal gucken. Werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren oder auch nicht. Ich trinke erstmal Wasser. Und mache jetzt Pause. Also Folgenende. Auf jeden Fall tschüss, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal mit hoffentlich schöneren Ereignissen. Ciao. Hey! Aber wir haben so viel Cooles bekommen. Oh. Okay. Auf Wiedersehen und gehabt euch wohl. Freut mich, dass ihr hier wart.